Herzlich willkommen zu einer geführten Meditation. Erstmal lade ich dich ein, wirklich von dem Punkt zu kommen, dass nichts Besonderes passieren muss, sondern darauf zu vertrauen, dass es in dir wirklich eine unglaublich intelligente, unbewusste Kraft gibt, die ganz genau weiß, was gut für dich ist. Das heißt, einfach ganz neugierig rangehen. Nicht zu erwarten, dass ganz bestimmte Bilder oder Erkenntnisse kommen, sondern einfach zu sagen, ich habe da diesen weiten Innenraum in mir, in den ich viel zu selten schaue. Und ich gönne mir heute den Luxus, aus der Zeit auszusteigen. Ich gönne mir den Luxus, nichts tun zu müssen. Nicht mal irgendetwas besonders erkennen zu müssen. Ich lade mich selbst ein, mich zu entspannen und neugierig zu erforschen. Und dafür suchst du dir eine Position im Sitzen oder Liegen, die dir gut tut. Kannst du auch zwischendrin nochmal verändern. Aber jetzt erstmal setz dich so hin oder leg dich so hin, dass du wirklich das Gefühl hast, du kannst deinen Körper loslassen. Und dann atme ein paar Mal tief ein, ruhig etwas tiefer als normal. Die Luft kurz anhalten. Und beim Ausatmen lässt du wieder los. Und atmest wieder tief ein. Luft kurz anhalten. Und beim Ausatmen lässt du los. Die Augen sind vielleicht schon geschlossen oder können sich beim nächsten Ausatmen schließen. Stell dir einfach vor, dass du, während du einatmest, Leichtigkeit einatmest, Licht einatmest und beim Ausatmen all die Last dieses Tages loslässt. So stell dir vor, alles, was dich heute vielleicht gestresst hat, was dich innerlich bewegt hat, was dich im Außen herausgefordert hat. Stell dir vor, du lässt es beim Ausatmen in der Ferne verschwinden. Wohl wissend, dass alles, was wirklich wichtig ist für dich, danach wieder zu dir zurückkehren kann. Und atme noch ruhig noch ein paar Mal, jetzt vielleicht etwas sanfter, Licht und Leichtigkeit ein. Das kann richtig gut tun. Und beim Ausatmen lässt du weiter los. Stell dir vor, die Welt da draußen verblasst jetzt, verschwindet. Gerade nicht wichtig für dich. Jetzt gerade bist du wichtig. Und endlich nimmst du dir Zeit für dich. Es kann sein, dass du immer noch mal was hörst von draußen, Geräusche. Und stell dir vor, jedes Mal, wenn du etwas hörst, das ist wie so ein kleines Meditationsglöckchen, das dich daran erinnert, dich noch mehr in dich hinein zu entspannen. Was bedeutet das, sich in dich hinein zu entspannen? Stell dir vor, dass es in dir einen ganz großen, weiten Raum gibt,
Ein Raum ohne Grenzen, der sich gleichzeitig so sicher anfühlt, so wohltuend still. Und während du ausatmest, kommst du mehr und mehr hier an. Und das kann sich so anfühlen wie endlich. Endlich wieder zu Hause. Endlich wieder voll bei dir. Und je tiefer du in dich hineinsinkst, so mehr kann sich dein Körper entspannen, weicher werden. Vielleicht verschwindet jetzt sogar dein Körper langsam in dieser Weite, weil du ihn gerade nicht brauchst. Und du sinkst tiefer. Und es kann sich anfühlen, als wenn sich etwas in dir daran erinnert, wie es ist, wenn du voller Liebe in dir zu Hause bist. Und du kannst dir erlauben, mit jedem Ausatmen noch mehr loszulassen, noch tiefer zu sinken. Und da, wo du jetzt bist, heilt die Seele, heilt der Geist. Hier bist du frei und gleichzeitig so richtig. Und wenn du willst, jetzt deinem ganzen System die Erlaubnis, mit jedem Ausatmen noch tiefer loszulassen, gar nicht mehr darüber nachdenken zu müssen. Jedes Mal, wenn du einatmest, strömt ein wunderschönes Licht in dich ein. Ist, kannst du dem Licht eine Farbe geben. Und jedes Mal, wenn du ausatmest, sinkst du noch tiefer in dich, dehnst dich noch weiter aus und fühlst dich noch wohliger in dir. Und jetzt lade ich dich ein, da wo du bist, in diesem weiten Raum, einen wunderschönen Berg zu finden. Und lass ihn uns den Berg deiner Seele nennen. Manchmal ist es ein Berg, den du vielleicht kennst. Manchmal ist er ganz neu. Und stell dir vor, du bist jetzt auf diesem Berg. Du fühlst ihn unter dir. Du stehst auf ihm oder du liegst oder du sitzt. Und auf diesem Berg ist es so still. Gleichzeitig so klar. Ich nenne ihn den Berg deiner Seele, weil du hier und jetzt frei bist,
Botschaft deiner Seele zu verstehen. Da unten am Fuß des Berges ist dein normales Leben. Das Leben, in dem du jeden Morgen aufstehst und dein Bestes gibst. Das Leben, in dem du manchmal kämpfst, in dem du manchmal Angst hast, in dem du manchmal vergisst, was wirklich wichtig ist. Und du schaust von hier oben wie ein Weiser, wie eine Weise, ganz liebevoll auf dich da unten im Tal. So sieh dich da in deinem Alltag und sieh, dass du dein Bestes gibst. Und schenk als allererstes dem Menschen da unten all deine Liebe, all das Licht. Und gleichzeitig genieß es, dass du hier oben auf dem Berg frei bist, frei von all diesen Sorgen. Und ich lade dich jetzt ein, eine Beziehung in deinem Leben, die dir besonders wichtig ist, hier hoch auf deinen Berg einzuladen. So stell dir vor, du lädst diesen Menschen, egal ob er noch lebt oder vielleicht schon verstorben ist, hierher auf deinen Berg ein. Hier oben kannst du ihn ganz souverän und ganz liebevoll empfangen. Stell dir jetzt vor, wie dieser Mensch vor dir erscheint. Als allererstes nimm wahr, wie dieser Mensch kommt. Mit offenen Armen, vielleicht misstrauisch, vielleicht traurig. Also wie kommt dieser Mensch? Schau ihm ins Gesicht. Was kannst du erkennen? Vertraue deiner Intuition. Da unten in der normalen Welt habt ihr beiden vielleicht manchmal Kämpfe. Vielleicht seid ihr getrennt. Vielleicht fehlt etwas. Da unten begegnet ihr euch oft als Menschen, die sie schützen wollen, die Recht haben wollen. Aber hier oben bist du frei. Und hier oben kannst du deine Seele fragen, warum bist du mit diesem Menschen in Beziehung? So, was ist der tiefste Sinn dieser Beziehung? Du kannst deiner Seele jede Frage stellen. Du kannst deine Seele zum Beispiel fragen, was hast du noch nicht gegeben? Was könnte von deiner Seite aus der nächste Schritt sein, um diese Beziehung noch mehr zu heilen, sie noch mehr ihrer wahren Bestimmung zuzuführen? Thank you.
so wenn du diesem Menschen aus deiner Seele heraus begegnest. Was verändert sich dann? Von dem Punkt kommst, dass du völlig frei bist und ganz genau weißt, worum es für dich in dieser Beziehung wirklich geht. Was erkennst du dann? Für einen Augenblick den Wunsch loslässt, dass der andere sich verändert. Und wenn du ihm das Recht billigst, dass er genauso sein kann, wie er ist. Und wenn du dich aber fragst, was wäre für dich der nächste Entwicklungsschritt in dieser Beziehung? Wenn du voll aus der Seele heraus, aus der Größe und aus der Würde heraus in diese Beziehung gehst, was würdest du dann anders tun? Würdest du anders fühlen? Und sieh dich, wie du die Dinge anders tust. Und fühle das Neue, das Freie, das Größere. Und jetzt stell dir für einen Augenblick vor, dass du das Freie Seele, als Licht, als ein strahlendes Licht vor diesem Menschen stehst. Nicht als jemand, der etwas braucht, sondern als eine freie, große Seele, die genau weiß, was ihre Aufgabe ist, was ihr Weg ist. Und stell dir vor, diese freie Seele, dieses Licht in dir segnet den anderen, entlässt den anderen aus der Erwartung, anders sein zu müssen, als er ist. Stell dir vor, wie du jetzt alle ungesunden Erwartungen, alles Betteln, alles Fordern, all die Dinge, die dich so klein gemacht haben, loslässt. Stell dir vor, wie sich all diese karmischen Verstrickungen im strahlenden Licht deiner Seele auflösen. Und du bist jetzt nur noch Licht. Ein unglaublich freies, liebevolles Licht. Und du schaust auf diesen Menschen und du siehst seine Seele, sein Licht. Und du weißt, dass diese Seele auch ihren Auftrag, ihren Weg hat. Und dass du diesen Weg nicht bestimmen kannst. Dass du das auch gar nicht willst. Spüre, dass deine Seele in ihrer Großartigkeit nichts anderes will,
dem anderen zu ermöglichen, voll zu erblühen, voll glücklich zu sein. Und wenn es für dich stimmt, gib den anderen frei. Segne ihn. Und wenn du den Wunsch hast, den aufrichtigen Wunsch hast, deinen Weg mit diesen Menschen zu teilen, Nähe, Freude, Projekte, Wachstum, Erwachen, dann sprich jetzt deine Einladung aus. Keine Bitte, kein Fordern, sondern eine Einladung von Seele zu Seele. Spüre den König, die Königin in dir, den Teil in dir, der so viel zu geben hat, der überfließt an Licht. Und du lädst diesen Menschen ein und gleichzeitig lässt du ihn frei. Und du lässt auch dich frei, frei zu wählen, mit wem du in Beziehung stehen möchtest. Frei, mit Menschen in Beziehung zu stehen, die einem ähnlichen Seelenweg folgen wie du. Frei, mit Menschen zu sein, die dich wertschätzen, die dein Licht erkennen, die es feiern, wenn du deine Flügel ausbreitest. So lade diesen Menschen vor dir ein, diese Freude des Wachsens mit dir zu teilen. Und gleichzeitig lass ihn los. Spüre, wie eine uralte Last von dir abfällt. Die Last von so vielen Leben, in denen du versucht hast, dich an andere Menschen zu binden. Die Last von so vielen Leben, in denen du versucht hast, es anderen Menschen recht zu machen. Jetzt und hier kommst du voll in deiner Freiheit an. Spüre dich jetzt wie eine Lichtsäule auf deinem Berg stehen. Verabschiede diesen Menschen jetzt ganz friedvoll, volle Freude, voller Dankbarkeit für alles, was ihr miteinander geteilt habt. Und bleib jetzt für einen Moment noch auf deinem Berg alleine und leuchte. Spüre, wie schön du bist. Spüre, wie viel Freude du in dir hast, wenn du dich dem All-Eins-Sein hingibst. Spüre, dass du niemand bist, der etwas braucht, sondern dass du eine Quelle bist. Und jetzt stell dir diesen Berg vor und diese Säule aus Licht, leuchtend in deinem klaren Warum. Und jetzt stell dir vor, wie Menschen überall auf dieser Welt jetzt gerade ihren Blick ausrichten, diesen Berg erkennen und sich auf den Weg machen zu dir, weil sie von demselben Warum berührt und bewegt werden. Und vielleicht ist dieser Mensch, der gerade bei dir war, dabei. Was für eine Freude. Und vielleicht kommen noch andere Menschen dazu, die du kennst oder die du noch nicht kennst. So stell dir vor, dass du in den kommenden Tagen und Wochen ganz wach und tief verbunden mit deinem heiligen Warum durch die Welt gehst. In deine Liebesbeziehung, deine Arbeitsbeziehung, die Beziehung zu Fremden. Und stell dir vor, in den kommenden Tagen und Wochen viele Wunder passieren. Weil das Signal, was deine Seele jetzt gerade ausgesendet hat, überall von anderen wachen Seelen empfangen worden ist. Und
dann lass alles los. Vertrau darauf, dass deine Absicht tief in deinem Unterbewusstsein angekommen ist, deinem Herzen, in deinem Verstand und auch bei all den Menschen da draußen, für die du wichtig sein wirst. Und genieß jetzt einfach nochmal diesen Moment mit dir allein, hier zu sitzen oder zu liegen. Einfach in diesem großen, weiten, stillen Nichts, was gleichzeitig so voll ist, voller Licht. Trinke deine Freiheit. Werde eins mit diesem Frieden. Wisse, dass gerade auf einer tiefen Ebene ein wunderbares Loslassen stattgefunden hat. Alte Dinge, die du nicht mehr brauchst, werden gehen. Und neue, lebendige, kraftvolle Beziehungen werden entstehen. Und dann atme noch ein paar Mal tiefer ein und aus. Regel dabei ganz wohlig, ganz liebevoll deinen Körper. Lass den Berg in der Ferne verschwinden und du kommst wieder mehr und mehr hier in deinem Körper an, diesem wohltuenden, wunderbaren Werkzeug. Atme noch ein paar Mal tief, genauso, spann die Muskeln etwas an und dann öffne deine Augen und du bist wieder hier, ausgeruht, präsent, wach und so erleichtert und voller Vertrauen, dass all die Menschen, die wirklich zu dir gehören, sich sowas von klar zeigen werden. Und alle, die nicht zu dir gehören, ganz friedvoll, ganz klar deine Realität verlassen können. Freu dich auf die Freude und genieße das, was du gerade fühlst. Du bist vollständig in dir. Ich danke dir.
Das war eine Folge aus dem Podcast Seelengevögelt für die Rebellen des Geistes. Wusstest du schon, dass du viele weitere geführte Meditationen mit Veit auf Homodea findest? Wir verlinken die Homodea in der Beschreibung. Wir freuen uns auf dich.